Willkommen zu diesem Video. Heute geht's weiter mit der 1339. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen heute erst einmal 500 Bernsteine, nehmen die einmal mit. Let's go, dann werden wir hoffentlich heute die 29.000 Runen knacken. Also zumindest werden wir sie kurzfristig knacken. Ob wir sie auch langfristig knacken, denke ich heute mal eher noch nicht. Ich denke mal, das wird dann eher morgen, weil heute ist halt auch der Tagschatten wieder da. Und ja, der will halt sehr, sehr viele Runen für diese Suche, aber gut. Knacken wir sie erstmal ganz kurz. So, sind wir drüber. 29.238 Runen. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Da sind wir richtig gut vorangekommen und sind ja prinzipiell jetzt schon bald bei den 30.000, aber ja, das wird noch ein Weilchen auf sich warten müssen, lassen müssen oder wie auch immer. Vielleicht, na gut, wenn morgen die neue Season losgeht, vielleicht direkt morgen. Aber mal schauen. Erstmal können wir jetzt Kotz und Wirk wieder losschicken. Sind jetzt auf Level 155, brauchen ein ganz bisschen Eisen. Aber ich denke mal, das kriegen wir heute auf jeden Fall zusammen. Das sollte kein Problem sein. Hier vorne mit denen jetzt wahrscheinlich, na wobei, sogar das reicht schon. Let's go, sehr, sehr nice. Gehst du wieder ins Training, kriegst dann auf jeden Fall auch nochmal ordentlich was drauf. Jetzt einfach schon 23 Millionen, das ist halt crazy und es geht halt einfach noch besser. Es wird halt einfach mit der Zeit immer besser und besser. Gut, schicken wir jetzt erstmal den Kollegen hier noch los. Let's go. Ohne Zahn ist auch wieder zurück. Ist jetzt Level 152. Könnten wir jetzt füttern, das Problem ist, ja, machen wir wahrscheinlich eher nicht. Ich würde nämlich erstmal noch dicken Büffi hier einmal füttern und den kann ich halt wirklich auch nur einmal füttern jetzt. Dann hat sich das nämlich schon wieder erledigt bei dem. Vielleicht kriegt man hier nochmal ein bisschen Fisch. Nee, hier kriegt man leider ein Markenpaket, okay. Ja, weil das Problem ist bei dicken Büffi, dass der halt relativ viel kostet, aber ich will den halt auch mal fertig kriegen. Deswegen muss ich jetzt immer mal schauen, dass wir den ein bisschen mehr füttern, dass der halt noch mit hochkommt. Aber gut. Ohne Zahn ist erstmal kurz da. Den lassen wir auch erstmal noch da. Da schauen wir dann mal. Gehen wir zum Tagschatten und der Tagschatten hat sogar ein Ei gefunden, nur leider nicht das, welches wir brauchen. Es ist Hakenzahns Nachwuchs. Den nehmen wir natürlich auch mit. Ist für uns natürlich trotzdem ein neuer Drache. Und zwar war es der Kollege hier. Aber wir möchten ja gerne den Kollegen. Deswegen gehst du wieder los, wieder für 420 Runen. Chance auf Eiertasche. Können wir irgendwie reduzierte Runen? Ah, nee. Gut. Ja, dann lassen wir es mit der Chance auf die Eiertasche hier. Let's go. 420 Runen sind wir wieder ein Stück drunter. Aber wir sind nicht allzu weit drunter unter den 29.000. Das heißt, wir könnten die heute sogar wieder erreichen. Mal gucken. Erstmal können wir jetzt bei Ohne Zahn schauen. So, wenn wir dich jetzt losschicken, wo würdest du denn hingehen? Böhnenspalter oder Schiller, sagen wir das ja bei dir, wenn schon. Na gut, bleibst du erstmal noch kurz da, da gucken wir dann nochmal. Jetzt können wir erstmal hier am Titanrad von Aegis Schwinge drehen. Und du wirst sogar Titan, let's go. Sehr, sehr schön. Damit haben wir wieder einen Titan-Slot frei, das ist sehr gut. Und du kannst wieder ins Training, wunderbar. Sehr, sehr schön. Ist ja noch unser derzeitig einziger epischer Drache. Also insgesamt gibt es jetzt 4 und Aegis Schwinge ist halt der, den wir jetzt bekommen hatten durch diese Season. Ja, mal gucken, welcher unser nächster wird. Ich schätze mal, das wird dann eigentlich der, den wir jetzt suchen. Also Albtraum-Tyrann wird dann wahrscheinlich unser nächster epischer. Und danach wird es dann schon interessant, weil kann ich schlecht einschätzen. Es kann sein, dass wir auf dem Account dann sogar hier den königlichen Feuerwurm, ich komme gerade gar nicht auf den genauen Namen von dem Kollegen, aber dass wir halt den bekommen, weil wir halt hier auf dem Account relativ viele hier Season-Sammlungen fertig gekriegt haben, was halt nice ist. Dann haben wir Babykotz und Wirk auf Level 125, das heißt, du zählst wieder hier hinten rein, sind wir jetzt bei 62 hier. Sehr, sehr gut. Dann können wir einmal bei Muppel gucken, du kannst auch wieder los, let's go. Und hier drüben können wir auch nochmal gucken. Hier haben wir nämlich noch ein paar Kollegen, die ins Titan-Training möchten. Und das können wir natürlich auch füllen. So, drehen wir mal hier an den Titanrädern. Einmal hier Nummer 1. Du wirst aber leider kein Titan. Du kannst also wieder los. Und hier haben wir noch eins. Und du wirst, mal gucken, du wirst auch kein Titan. Okay, und du, die sollten wir eigentlich auch wieder loskriegen, würde ich sagen. Ein Platz müsste noch sein. Genau, und jetzt sind unsere drei Plätze belegt in der Drachen, im Titan-Training. In Valkas Zuflucht, so rum. Genau, sehr schön. Dann haben wir unsere 7 Legendären. Die sind heute alle wieder da. Wenn wir die alle losgeschickt haben, haben wir dann auch genug Rohbernstein, dass wir halt insgesamt gleich 5 polierte Bernstein wieder mal traden können, was auf jeden Fall auch relativ nice ist. Ich weiß halt nicht, wie das jetzt allgemein aussieht bei uns.
welche Statue wir als nächstes jetzt kaufen wollen oder hochmachen wollen oder wie auch immer, müssen wir gleich mal schauen, weil wir haben ja ein ganz paar Statuen. Und ja, da wäre es ja sinnvoll. Okay, jetzt kann ich nicht moven. Dann muss ich erstmal kurz einen Reisedrachen losschicken, damit das wieder geht. Hier können wir sogar am Glücksrad drehen. Da könntest du vielleicht sogar ins Training gehen nachher. Weil Fleischklops ist jetzt auch nicht so weit entfernt von Level 125. Ich glaube Level 118 oder so gerade. Das würde ja funktionieren. Müssen wir einmal kurz hier den Rauchfisch und den Qualmdrachen wieder freilassen. Let's go. Und dann kannst du ins Training. Wunderbar, Level 116. Okay, nicht Level 118. Aber ist ja nicht so schlimm. Und dann haben wir noch Granatenfeuer und du kannst auch wieder los. Let's go. Damit haben wir auf jeden Fall erstmal ein ganz bisschen Bernstein. Da hat man hier noch früher das Häcksler im Training. Wunderbar. Hat man hier noch jemanden? Nee. Und, ja, let's go. Wir haben den Fischslot frei. Oder fertig oder wie auch immer. Endlich. Das hätte ich natürlich jetzt wieder völlig vergessen. Aber sehr, sehr geil, dass wir das endlich haben. Gut, hier können wir jetzt fünfmal tauschen. Wunderbar. Und dann können wir jetzt eigentlich überlegen, ja, wen schicken wir denn zum Fisch? Weil jetzt haben wir natürlich einen Slot frei, dadurch, dass wir jetzt 15 Slots haben. Jetzt haben wir nicht ganz so viele, die gerade so relevant wären, sage ich mal. Gut, Baby ohne Zahn. Ach, der ist unterwegs schon. Genau. Wie sammelst du? Na, nicht so geil. Du sammelst 80, ja, 120 so circa. Du sammelst auch knapp über 120. Hm. Da bist du eigentlich mit am besten jetzt erstmal. Königlicher Feuerwurm, wunderbar. Gehst du los, dann sind erstmal unsere Slots wieder belegt. Genau, dann kannst du noch los. So, dann ist jetzt die Frage, das können wir nochmal einsammeln. Gehen wir einmal hier rein, hier hatte ich fünfmal getauscht, ganz genau. Schicken wir einmal unsere Reisedrachen wieder los. Hier können wir erstmal weiter bei Sturmfall, da gibt es noch kein Glücksrad. Das heißt, du kannst wieder durchstarten. Du könntest dann auf jeden Fall auch nochmal ins Training, weil ist halt immer noch so ein Drache, der auch noch auf Level 125 könnte. Und hier können wir auch nochmal losschicken und auch wieder gratis. Wunderbar. Ganz genau, damit sind die on the way. Ja, wie wäre das jetzt mit den Statuen? Wir haben hier mehrere stehen. Wir hätten natürlich hier noch die Wandsdrachenstatue. Wäre natürlich sehr, sehr crazy. Baby Dart, ja, nicht so gut. Also werden wir jetzt nicht hochmachen, weil Baby Dart nutzen wir ja nicht aktiv. Oder zumindest nicht wirklich. Wobei, ich könnte mal gucken, weil die sammeln ja auch nicht schlecht eigentlich. Wobei Baby Dart eigentlich nicht so der Way to go für mich ist. Oder vielleicht doch. Nee, eigentlich nicht. Haben wir hier eigentlich ein Kostüm, was es noch besser machen würde? Ja, gut, ein bisschen, ne? Aber 7 Millionen ist jetzt auch nicht die Höhe. Naja, gut. Ja. Dann lassen wir die erstmal kurz so stehen. Gehen wir jetzt erstmal zum Gratispaket. Nehmen wir das Gratispaket mit und dann gucken wir mal in den Season-Aufgaben, wie das ist wegen nochmal Statue oder sowas. Das können wir gleich mal schauen. Erstmal nehmen wir das hier mit und hier haben wir nochmal ein bisschen Holz, bisschen Runen. Wunderbar. Sehr schön, nehmen wir das alles mit. Und dann gehen wir direkt zum nächsten Gratis-Paket. Let's go. So, nehmen wir das nächste Gratis-Paket mit. Und hier haben wir auch nochmal Skrill, Kronkel, rotes Gift. Und dann nochmal ein bisschen Runen, Holz, Fisch und ja, auch nochmal ein paar kleine Runen. Damit haben wir es jetzt auf jeden Fall noch nicht geknackt. Aber wir kriegen ja hier jetzt noch 7 tägliche Aufgaben fertig. Und ich schätze mal, mit den täglichen Aufgaben kriegt man nochmal vielleicht ein paar Runen ran. Glaube ich zumindest. 5 oder so. Ja, 5 sind drin, aber das war es dann wahrscheinlich auch schon. Ja, sieht nicht so vielversprechend aus, um ehrlich zu sein. Kannst du mir noch nicht sagen, dass wir jetzt schon wieder so knapp drunter nicht weiterkommen, oder? Markenpaket haben wir keins mehr. Okay, wöchentlich wird wahrscheinlich auch eher weniger was und hier auch nicht. Na gut. Kaufen können wir uns auch nichts mehr, aber hey, wir haben die Season wirklich bis 10.120 Punkte gespielt. Also richtig, richtig crazy auf jeden Fall. Könnten uns hier jetzt nochmal was holen. An sich brauchen wir aber nichts, deswegen ist das nicht so relevant. Und dann gucken wir mal hier rein. Wir haben jetzt hier, genau, das haben wir jetzt nicht fertig gekriegt. Hier haben wir eine Drachenstatue und kann ich mir die kaufen? Wahrscheinlich nicht. Nee, kann ich nicht. Okay, dann, was haben wir hier noch? Hier, ach, Seeschrecken, den haben wir wirklich leider nicht bekommen. Da hat ja wirklich nicht viel gefehlt, aber es hat halt leider nicht ausgereicht. Na gut, hier ist es dann wahrscheinlich genau das gleiche Thema. Das ist dann aber prinzipiell erst für nächste Season, aber wir haben trotzdem schon übelst viel fertig hier. Ist halt auch crazy. Verfügbar in 200 noch was Tagen, na super. Ja, die Statue konnte ich mir, ich glaube, nicht kaufen, aber wir können gleich nochmal schauen. Ja, ansonsten ist das hier auch ein bisschen blöd. 280 Tagen,
crazy, dass die das schon alles dastehen haben. Na gut. Ja, sieht nicht so vielversprechend aus. Dann ist das halt erstmal so. Dann gehen wir jetzt nochmal hier rein. Flutsegler-Statue kriegen wir nämlich, ich glaube nicht, soweit ich das im Kopf habe. Die gab es ja einfach nicht. Die konnte man nicht kaufen. Die konnte man, ich glaube, dann einfach nur aus dem Paket ziehen. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber gut, ist halt so. Was wir kaufen könnten, wäre riesenhafte Albtraumstatue, wenn wir dann den anderen Kollegen jetzt bald bekommen. Weil es gibt nochmal 70% mehr, dann würde er natürlich auch wieder richtig crazy gut sammeln. Und was wir jetzt auch noch machen können, ist erstmal kurz die. Das heißt, wir craden jetzt einmal die ab und wenn wir dann morgen unsere 5 polierten Bernsteine wieder bekommen, dann können wir uns auch noch die riesenhafte Altraumstatue einmal kaufen. Da und das ein bisschen vorbereiten schon mal, weil wir wollen auf jeden Fall dann... Ja, Albtraum-Tyrannen nutzen zum Fischsammeln und da ist das natürlich mit Statue dann nochmal um einiges besser. Ich meine, er sammelt ja so schon crazy, aber dann sei das nochmal 70% mehr, beziehungsweise 69%, um genau zu sein. Gehen wir einmal hier zur Böenspalte noch. Ja, nehmen wir jetzt auch mal die Runen hier, aber ich denke mal, nochmal werden wir ihn später nicht losschicken. So, genau, weil, ja, jetzt wollte ich nochmal kurz gucken bei Albtraum-Tyrannen. Der ist ja hier, einmal alle Quellen, ganz genau, also wieder zu. Und dann bis ganz runter und dann ist der hier, Kollege. Wunderbar, 26 Millionen Fisch und davon dann nochmal 70% drüber. Also wenn du, ne, 26 sozusagen mal 0,7, ja, also 2 mal 7 sind wir schon bei 14 Millionen, die nochmal mindestens drauf kommen. Da kommt dann auf jeden Fall noch ordentlich was drauf. Also das macht es natürlich dann richtig crazy. Wir können jetzt erstmal hier in den Spieß noch reingehen. Der geht insgesamt einen Tag. Jetzt noch. Also er ging natürlich am Anfang länger. Aber wir hatten ja zuallererst erstmal noch den anderen Spießlauf so ein bisschen vorangetrieben und so. Mal gucken. Ich schätze mal, wenn wir Pech haben, kriegen wir den hier gar nicht hin, wenn ich mal so drüber nachdenke. Weil morgen ist Montag. Also beziehungsweise wenn ihr das Video seht, ist ja Montag. Und heute bin ich arbeiten, das heißt, ich kann das Video schlecht aufnehmen und das ist, heißt wiederum, ja, wird ein bisschen mies. Aber gut, wird schon irgendwie werden. Wir geben hier erstmal Sturmschneid-Schwäche, greifen dann mit unserem Knochenräuber wieder einmal normal an hier. Let's go, können dann mit unserem Skrill jetzt das Summchen noch wegholen. Beziehungsweise, ja, das Skrill alleine reicht halt nicht aus. Aber wir können auf jeden Fall jetzt noch Summchen wegholen. Haben ja an sich jetzt erstmal genug... Aktionspunkte und so. Können auch gleich auf die Heilung von unserem Sturmschneid gehen. Wenn wir jetzt hier einmal die Heilung einsetzen und mit unserem Knochenräuber nochmal normal reingehen, damit ist der Kollege weg. Und wir sind in der letzten Welle, können hier zuallererst einmal auf den Kollegen gehen und dann hier mit unserem Sturmschneid nochmal die Schwäche geben und mit dem Knochenräuber normal reingehen. Damit machen wir dem auf jeden Fall richtig guten Schaden. Und jetzt, wenn wir auf die Heilung gehen, sollten wir... Gut, wir sollten halt vorher mit unserem Skrill nochmal hier angreifen, aber ansonsten sollte die Heilung den jetzt erledigen. Ganz genau. Und dann können wir hier nochmal die Stärke erneuern. Und damit holen wir uns jetzt den brutalen Knochenräuber auch noch weg. Das sollte auf jeden Fall auch kein Problem sein. Einmal wieder normal, dann Sturmschneid hier wieder einmal die Schwäche. Und dann mit unserem Knochenräuber nochmal normal rein. Und wir haben hier auf jeden Fall erstmal gewonnen. Let's go! So, dann drehen wir am ersten Glücksrad. Und hier bekommen wir einmal 82,5 Millionen Holz. Wunderbar. Und dann drehen wir nochmal am nächsten Glücksrad. Und hier bekommen wir auf jeden Fall auch nochmal 82,5 Millionen Fisch obendrauf. Wunderbar, dann können wir uns jetzt hier einmal dieses wunderschöne Gratis-Paket mitnehmen. Let's go. Und dann gehen wir einmal raus, holen uns jetzt das Gratis-Paket. Ja, genug Runen reichen wir heute leider nicht mehr. Haben wir schon wieder ein ganz paar ausgegeben. Haben wir jetzt einfach weniger als gestern, ich glaube, oder? Ja, das ist natürlich ein bisschen mies, aber so ist es halt manchmal. Manchmal geht es halt nicht ganz so schnell voran, wie man es sich gerne wünscht. Wobei wir ja auch noch richtig viele Runen haben im Postfach. Aber das dauert halt noch ein paar Folgen. Ja, knapp 160 Folgen noch. Also müssen wir uns noch ein kleines bisschen gedulden. Und dann kann ich auf jeden Fall, oder können wir auf jeden Fall das dicke Pack-Opening machen. Müssen wir dann einfach mal schauen, was da alles dann bei rumkommt. Ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt. Sammeln ja jetzt auch schon seit, keine Ahnung, einem Jahr, ein Dreivierteljahr oder so. Wir sammeln auf jeden Fall schon eine ganze Weile. So, dann können wir jetzt mit unserem Sturmschneid einmal hier noch die Schwäche gehen. Dann mit dem Knochenräuber hier nochmal rein. Damit ist der erste Kollege weg. Jetzt können wir den holen. Geben wir nochmal die Schwäche von unserem Sturmschneid. Greifen dann mit unserem Knochenräuber hier noch einmal normal an. So, und Skrill wieder einmal normal. Damit ist der weg.
Und dann sind wir auch schon in der nächsten und letzten Welle. Hier gehen wir zuallererst einmal mit unserem Skrill auf den Kollegen. Können wir unserem Sturmschneid nochmal die Schwäche geben. Knochenräuber Stärke holen. Und dann können wir jetzt einmal mit unserem Skrill auch nochmal mit unserem, ja genau, Skrill normal, Sturmschneid dann Heilung. Und damit sollte das ganz gut laufen, dass wir den nächsten Kollegen hier gleich wegbekommen. So, der ist weg. Dann gehen wir jetzt einmal auf Fleischklops. Sollte an sich auch kein Problem sein. Skrill einmal normal. Sturmschneid hier dann noch einmal die Schwäche. Knochenräuber auch wieder normal rein. Und dann sollte das mit unserem Skrill, denke ich, eigentlich mal ausreichen, wenn wir jetzt einmal normal reingehen. Wunderbar. Und der Kollege ist weg. Und wir haben an der Stelle hier gewonnen. Let's go. So, dann drehen wir am ersten Glücksrad. Hier bekommen wir einmal eine schnelle Aktion. Wunderbar. Nehmen wir die einmal mit. Und dann können wir einmal hier noch 412 Millionen Fisch mitnehmen. Wunderbar. Dann haben wir hier jetzt einmal die 50 Season-Währung. Nehmen wir die auch mit. Und dann gehen wir hier einmal aufs Kreuz. Können jetzt hier nochmal den Fisch und das Holz einsammeln. Und dann würde ich auch sagen, wäre es das an der Stelle erstmal mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wieder ganz viel Spaß. Und ciao, ciao, Leute.